Ja, hallo, ist hier der GBF Akademeister mit dem Let's Play von Mystic Quest für den Game Boy alias Second Densetsu. Ja, krieg's noch gebacken, ich glaube schon, ja. Und wir spielen weiter. Auf Stufe 32. Voll ausgerüstet und mit Lester an unserer Seite und fetziger Musik. In einem Dungeon. Denn das ist Lesters Spezialfähigkeit, er kann die Musik ändern. Aber wir fragen ihn. Etwas bessere Musik. Das hier ist mir zu hektisch. Das hier ist dasselbe. Das ist einfach nur Dungeon-Mucke. Das ist nochmal dasselbe. Schade, dass man das nicht auswählen kann. Das ist alles so düster. Aber die Hauptmusik ist ja das Beste eigentlich. So gesehen. Okay. Kämpfen wir uns so voran. Mit heroischer Musik. Das ist schön. Spiel für uns, Lester. Oh. Und wir haben ein Problem. Wir können nämlich diese Gegner gar nicht verletzen. Und Lester auch nicht mit seinen Pfeilen, was auch immer er da wirft. Also ich sage, es ist wieder Zeit für unser Silberschwert. Das uns aber auch nicht hilft. Das hilft uns. Lester, deine blöden Pfeile haben mich verwirrt. Ein Kristall gefunden. Yay! Das heißt 500 Goldstücke von uns. Und super Lebensenergie gefunden. Ja, auch nicht schlecht. Gut. Und hoch auf das Silberschwert. Nee, was scheint da zu sein? Pickel-Einsatz. Ich gehe erstmal noch den anderen Weg lang, einfach weil ich nichts verpassen möchte. Lester, du bist irgendwie sehr nutzlos. Du bist gegen alle Gegner hier, die bisher aufgetaucht sind, nicht sehr effektiv, außer vielleicht Kürbiskopf, und das ist einer der schwächsten Gegner hier überhaupt. Vielleicht können sie was gegen Teermonster machen. Verschlossen. Dann her mit dem Schlüssel. Und Zauberer. Wir haben Zauberer. Erstmalig. Schwarzmagier im Final Fantasy. Originalspiel. Die Weißmagier in diesem Spiel sind hier die Frauen. Oder die, ja. So sehen sie so aus. Mit den weißen Roben. Kleine Teufelchen. Mit Kristallen für uns. Nächster Level erreicht. Jawohl. Das war Zeit nach dem Medusa-Kampf hier. Investieren wir in Craft. Das zahlt sich gleich aus. Ist hier ein Durchgang? Ja. Ups. Die können sich auch teleportieren oder halbwegs unsichtbar machen. Aber dank unserem Schild können wir sie auch abblocken. Und hier ist noch ein Thronsaal. Da geht es dann wohl eher zu Davias. Aber wir kommen jetzt auch nicht zurück, oder was? Was ist das für ein Humbug? Gehen wir nach unten. Und das hier kommt mir bekannt vor. Ach ne, wir sind wieder... Okay. Alles klar, vergesst, was ich gesagt habe. Wir sind tatsächlich wieder am Anfang. Das war natürlich ein doofer Weg, dann so gesehen. Wir müssen wirklich da oben lang, aber ich bin der Meinung, dass ich auch noch nicht alles erkundet habe. Ungewöhnliche Musik hier. Viel zu fetzig. Jawohl.
Alle auf einen Streich, fast. Nochmal verschlossen. Ich bin der Meinung, ich habe was vergessen hier. Schild hat uns gerettet. Und hier ist noch eine verschlossene Tür. Mein Gut. Mein Gut. Ich verliere zu viele Schlüssel. Also wenn Lester angreift und seine Attacke keinen Schaden macht, blockiert das meine Attacke, die Schaden machen würde. Gut so. Höllenspione. Eine Treppe nach unten. Wir können nicht zurück. Interessant. Das sieht gefährlich aus. Okay, wisst ihr was, bevor wir jetzt weitergehen? Das ist ein sehr verwirrendes Labyrinth, muss ich sagen. Gefällt mir gar nicht. Ich würde zumindest ausschließen, dass wir uns hier eine Ecke manövrieren. Zug darauf, dass wir was verpassen. So. Hier scheint mir ein Rätsel zu sein. Okay. Ha. Vielleicht müsste man da auch irgendwas draufstellen. Vielleicht eine Art von Schneemann. Man muss ihn in der richtigen Reihenfolge erwischen und dann kommt man hier eine Treppe tiefer. Sehr, sehr schon weit entwickelten Gebiet aus. Langsam zum Ende kommen. Wir haben uns das letzte Mal, als wir diese Teile gesehen haben, war das unten in Cats Keller. Kurz bevor wir unsere Freunde wieder getroffen haben. Und hier sind wieder die vier lustigen Werwölfe, die zeigen, dass wir uns irgendwie questtechnisch hier auf dem Vormarsch befinden. Wir nähern uns zum Zielgebiet. Hoch auf das Silberschild. Hier sind noch ein paar Mäuse. Oh, da ist ein Durchgang. Müssen wir den nehmen? Oh, es ist so schwierig zu sagen, was man hier nehmen muss. Den Schalter kann man drücken, aber es passiert nichts. Öffnet sich nicht. Okay. Vielleicht geht es ja auch gar nicht weiter. Vielleicht müssen wir wirklich durch diese Geheimwand da oben. Mir ist übel. Jetzt nicht mehr. Danke, Lester. Du hast mir diese Ratte vom Hals gehalten. Kein Problem, Mann. Ich spiele einfach weiter meine tolle Mucke. Ich rocke das Feld sozusagen. Für meine Schwester. Ah, nächster Level. Gut. Das wird jetzt in Willenskraft investiert.
entschlossen. Und tatsächlich wieder Särge. Anscheinend ist Darius irgendwie mit Meister Li im Bunde gewesen, weil Meister Li ist jetzt tot. Wirklich tot. Aber hier gibt es auch nichts weiter. Das zeigt uns aber auf jeden Fall schon mal, dass Meister Darius kein besonders netter Kerl sein kann. Falls wir es nicht schon wussten, dadurch, dass er quasi Amanda und Lester große Qualen bereitet hat. So. Ich bin sogar noch der Meinung, dass ich hier was verpasst habe, aber das sieht irgendwie nach einem Ziel aus. Das Dach. Das Dach des Gebäudes. Da werden wir doch einfach mal speichern. In der Hoffnung, dass wir später hier nochmal reinkommen können. Und ja, Lester, bist du bereit? Dann lass uns gehen. Denn da ist Darius. Ha! Mich kannst du niemals besiegen! Und dort sehen wir Darius. Darius beherrscht eine Spezialtechnik, die ich die Penner-Taktik nenne. Denn er ist von vier schützenden Atombombenkugeln umgeben. Zumindest machen die sehr viel Schaden. Und man kann sich entweder in den Kreis bewegen, den er da errichtet hat. Und dann kann man, ist man zumindest vor denen geschützt, weil man im inneren Kreis, im Auge des Sturms sozusagen sitzt. Oder man macht es so, dass man unten hier hin und her läuft und seine Spezialattacke so lange auflädt, bis sie stark genug ist, um ihn ja, zu erwischen. Entweder mit der Axt oder mit der Kettenpeitsche. Ich glaube, alles funktioniert hier so ziemlich. Ich nutze einfach mal das Schwert, weil das einfach klassisch ist. Ich weiß noch, dass Kikoskia hier sehr arge Probleme hatte bei diesem Gegner. Und ich weiß es auch noch. Also das war der zweithärteste Gegner für mich. Und zum Glück kann Lester auch ein paar Treffer landen. Rache für... Er hat ihn sogar getötet. Sehr gut, Lester. Ich danke dir. Du bist echt der Rächer. Aber bitte schieß mich nicht ab mit deinen Pfeilen. Ich habe schon einen im Kopf stecken. Geschafft! Hier ist das Amulett nicht mehr, mein Lieber. Garuda fliegt über den unheimlichen Berg nach Glaive. Oh, zu Dark Lord. Da wir es bezwungen. Als hätten wir es nicht gewusst. Lester. Gehst du? Ja, aber das Giftgas. Der Klang meiner Harfe vertreibt das Gas. Ah, jetzt hören wir eine der besten Musikstücke im Spiel. Ich bleibe und spiele ein Requiem für Amanda. Gut, Lester. Ich gehe jetzt. Mach's gut und rauch nicht so viel Sumpfkraut. Nimm diesen Zauber mit. Er wird dir helfen. Du erhältst den Blockzauber. Zauber erlernt. Und der Blockzauber ist tatsächlich der Blockzauber. Okay, ich dachte, der heißt jetzt irgendwie Stille oder sowas, weil das ist der Spruch Mute im Englischen, also verstummen lassen, mit dem man, ja, gegnerische Zauberer verstummen lassen kann. Und Lester spielt hier am See ein Requiem. Ein Nachruf für Amanda. Mach's gut, Amanda. Wir werden dich vermissen. Dich und deine messerwerfenden Künste. Deine Diebstahlkünste. Während ich halb besoffen im Bett liege, kannst du das Amulett von mir klauen. Ach, ich vergebe dir alles. Ist schon in Ordnung. Sowas muss man halt tun, um zu überleben. Ja, ja. Und dann stirbt man. Getötet vom besten Freund. Als wäre es ausgleichende Gerechtigkeit. Bizarr. Aber wahr. So. Jetzt gucken wir, ob wir Darius nochmal einen Besuch abstatten können. Oder ob es das jetzt war. Fliegen wir hin und her. Ja, es geht tatsächlich da nochmal in den Dungeon rein. Jetzt erkunden wir noch eben die Gegenden, die wir beim letzten Mal nicht erkunden konnten. Aber ich habe eben wenig Schlüssel hier. Aber ich muss erstmal noch Schlüssel kaufen. Wenn es sie hier denn gibt. Es gab einen Item-Shop, genau. Ich weiß jetzt auch, wie er wo ist. Das müssen wir natürlich erstmal noch erledigen. Und wie schön.
Dafür hat sich das Warten gelohnt, dass man hier in... wer ist dieser Ort hier nochmal? Topf? Nee. Los, las, lies. Irgendwie so. Lange Zeit gar nichts mehr gehört hat. Und verkaufen wir überflüssigen Kram, wie zum Beispiel Kristalle. Oh, Magie kann ich auch nochmal verkaufen. Gut, würde ich sagen. Dann sind wir ausgestattet. Das ist der Giftzahn, Junge. Guten Tag, Junge. Freut es dich nicht, dass es hier schöne Musik gibt? Hier im Orte... Jad. Ich wusste es. Ich hatte es nur vergessen. In Jad gibt es jetzt wieder schöne Musik. Abgesehen von Davias Haus, dem anscheinend noch nicht aufgeräumt wurde. Was aber noch mit Monstern vollgestopft ist. Jetzt will ich nochmal gucken, ob ich irgendwas verpasst habe. Man weiß es vorher leider nicht, wa? Man denkt, oh, wenn ich da jetzt lang gehe, dann komme ich zum Endboss, aber dann stellt man jemand fest. Das ist tatsächlich gar nicht so. So, gehen wir jetzt mal hier oben lang. Da, wo wir schon mal waren. Der Feuergeist hat sich gerade ziemlich weit teleportiert, oder scheint ein sehr schreckhafter Geist zu sein. Hier sind noch ein paar Zauberer. Wir können jetzt mal den Blockzauber einsetzen, weil die Typen nerven mich gerade ziemlich. Erstmal heile ich mich. Und dann ist Zeit für Block. So, hier kannst du jetzt noch was einsetzen. Nein, nicht wahr? Oh, er kann sich unsichtbar machen. Okay, das kann er noch. Aber sonst... Oh! Er konnte sich doch noch wieder befreien aus seiner Umklammerung des Blockzaubers. Verschlossen, aber nicht mehr lange. So, wenn hier am Ende nicht irgendwas Interessantes ist, dann weiß ich auch nicht. Ah, hier ist der Bereich. Okay, da waren wir schon mal. Toll. Also, bin ich einmal im Kreis gelaufen. Gut, dann haben wir zwei Fliegen in einer Klappe geschlagen. Weil hier bin ich auch nicht weitergegangen. Ich bin ja sofort die Treppe hier wieder raufgegangen. Und sonst ist hier auch nichts. Es sind nur ein paar Felder, die mich ein bisschen hinher werfen. Und hier sind wir mal hergekommen, von diesem Ort. Hier war der Höllenspion... Ort. Hier war der elektrische Barrierenort. So ähnlich funktionieren wie Stacheln. Weil sie einen verletzen, wenn man hindurchgeht, und zwar ziemlich stark. Ich muss da dringend mal wieder Heilung ansprechen hier. Anschmeißen. Oh, wir sind gebannt. Autsch. Kann ich zaubern. Habe ich den Spruch noch? Nö. Das könnte ich den jetzt ausprobieren. Also nutzen wir Salbe. Aber Salbe geht auch nicht. Wir können tatsächlich nur abwarten. So, jetzt. Und setzen super Lebensenergie mal ein. Mal gucken. 63 haben wir jetzt. 95 haben wir jetzt. Und das war's. Zweimal kommen wir es einsetzen. Und sind immerhin auf 127. Also... Ist nicht ganz schlecht, aber auch nicht so stark, wie ich es gedacht hätte. Ich dachte, das Ding halt irgendwie 100 Lebenspunkte oder sowas, aber nein. Kristall, 500 Goldstücke, das ist schon mal gut. Zweitwertvollster Gegenstand neben Gold an sich. Welches man ja auch sammeln kann. Also gegen den Uhrzeigersinn hier laufen. Ja. Und wir kommen wieder zu Davias, der jetzt aber tot sein dürfte.
geschlagen vom Bruder derjenigen, wegen der sie gestorben ist. So ist es richtig. Wir können wir so weit in Ruhe lassen. Jetzt haben wir noch irgendwann mal die ganze Population ausgelöscht, also mir nicht nachsagen lassen. Den Gewinn, der die ganze Werwolf-Population ausgelöscht hat. Auch Werwölfe haben ein Recht zu leben. Aber nicht Flammengeister und Dämonen. Super Lebensenergie. Werde ich sofort aufbrauchen. Schon 171 Lebenspunkte insgesamt. Aus diesem Grund. Ich glaube, die kann ich bloß von oben und unten besiegen. Flügel schützen sie vor Schaden. Unglaublich. Und Stacheln und alles, was am Boden ist und euch verletzen kann, hat mir gerade 70 Lebenspunkte abgezogen. Also lasst euch das bitte eine Lehre sein. Das ist ziemlich heftig, muss ich sagen. Das bringt einen eher um als Gegner. Diese Felder reinzulaufen oder vom Gegner hineingestoßen zu werden. Genau. Die Alternative dazu. Das ist ja noch fieser. Das ändert dann wieder in Castlevania, wenn man rücklings einfach von Gegnern auch noch ins Wasser oder in die Lava geschmissen wird und sofort tot ist, dass man noch volle Lebensenergie hatte. Das ist ein Tarnmonster. Ich denke, wir müssen wirklich für den ganzen Weg wieder zu Davias laufen. Doof. Okay, rechts war der Raum mit den Särgen. Gut, und da geht's hinauf zu Davias, genau. Mehr ist ja auch nicht. Und es taucht aber auch kein Teleporter auf. Das sollte doch passieren. Zumindest war das bei in der Höhle so mit dem Zwerg, mit Watz hier bei dem Tausendfüßler. Tausendfüßer oder Tausendfüßler? Hat sich die Musik gerade verändert? Okay. Jetzt kriege ich minimale Panik. Wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Laufen wieder zurück. Das ist jetzt interessant. Jetzt habe ich auch keine Lust, auf die ganzen Gegner hier zu treffen. Was ist denn mit diesem Schalter jetzt? Funktioniert der denn jetzt wenigstens? Nächster Level erreicht, okay. Nehme ich gerne an. Investieren in Kraft. Ist auf 40 jetzt bei beiden. Immun und Kraft, sehr gut. Genau, Kristall. Aber öffnet sich immer noch nicht. Was ist denn das? Stehen bleibt, passiert nichts. Es öffnet sich einfach nicht. Mach nix.
Griffe, seid ihr vielleicht der Ausweg? Nicht sofort, nee. Oh oh. Eis gefunden, okay. Dann wissen wir jetzt auch, was die hier Magier droppen. Wo ist denn jetzt der Ausgang? So, wir sind von hier gekommen. Na, blind kann ja auch durch die Gegend laufen, das ist nicht so schlimm. Haben wir hier diese komischen Felderchen. Also müssen wir von hier dann zurück. Okay, wir können den Bus im Kreis laufen. Also... entgegen des Uhrzeigersinns. Das Mysterium auch mal gelöst. Geld, Geld, Geld. Wir finden ganz noch Geld hier. Und ich kann nicht mehr tragen, also muss das weg. Was zum Beispiel hier? Oh Mann. Ah, der eine Schlüssel, der kam weg. Das ist schon mal Müll. Ich finde Eis, na toll. Auch nicht so pralle. Dämonen vergeht. Ah, so, jetzt komme ich hier raus. Sei denn, warte mal, habe ich da noch irgendwas übersehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich schon alles war, aber wenn man es nicht probiert, weiß man es nicht. Verschlossen. Verschlossen. Okay, mir gehen langsam wieder die Schlüssel aus hier. Ja, wir haben schon weggeschmissen, dummerweise. Geister machen mich trübe. Ja, okay, alles klar. Nee, dann weiß ich Bescheid. Das war nämlich der Pfad, wo wir zu diesem entgegen des Uhrzeigersinns-Gedöns kommen. Ich finde hier zumindest ein Pickel. Wahrscheinlich noch ein Pickel. Wenn wir denn hier Platz hätten. Das wir natürlich wieder nicht haben. Und wir sind wieder im Eingangsbereich. Und wenn wir rausgehen und wieder reingehen, ist der untere Zugang wieder verschlossen. Yep, alles klar. Gut, raus hier, raus aus da. Wir sind auch da. Super Herrenburg hier. Das hat auch lang genug gedauert hier. Und wir haben nichts gefunden, außer Verwirrung. Also, machen wir uns jetzt auf den Weg. Lester! Ich war nochmal drin und, ja, es lohnt sich nicht. Du kannst von mir aus da wohnen. Da sind zwar ein paar Zauberer und, Schlangen und Teermenschen und sowas alles, aber ich denke... Hier in Judd wirst du schon mit ihm zurechtkommen und ihr werdet irgendeinen Vertrag aushandeln und zusammenarbeiten. Auf gute Zusammenarbeit, Lester. Alles Gute und hier, ja,
Spiel weiter. Es ist schöne Musik. So, und ich gehe jetzt hier weg. Ich habe die Schnauze voll von diesem Ort. Ich werde auch nicht mehr übernachten hier. Aus dem Weg, Mann. Bitte geh mir aus dem Weg. Ja, ich weiß, das ist Judd. Dodo, schnell. Komm mit. Wir nehmen Dodo auf jeden Fall mit. Und jetzt können wir an dem giftigen Gas vorbei, das oben hier sich befand. Und zwar rechts von diesem Feld. Und es ist weg. Wir können ohne Probleme hindurch. Ah, und wir treffen neue Gegnertypen. Unter anderem Affen. Und Werwolfs... Werwolfsmenschen. Maulwurfsmenschen. So rum. So rum macht Sinn. Aber auch Werwölfe natürlich. Zeigen, hey, ihr seid auf dem richtigen Weg. Die Main Quest geht hier weiter. Und wir dürfen mal wieder unsere Axt zücken. Denn nur damit kommen wir durch. Wenn ich denn mal Waffen auch auswählen würde. Sehr gut. Und da ist die Stelle, wo wir vor ein, zwei Videos auch schon mal waren. Ich gesagt habe, für diese Gegner sind wir noch nicht bereit. Aber jetzt sind wir es. Wie schön. Dass man immer wieder sieht, wie der Fortschritt dann so ist. Man entdeckt dann alte Gebiete wieder. Und es ist schön, dass die Welt so zusammenhängend ist und dass man auch, ja, Altbekanntes wieder entdecken kann. So. Man fühlt sich so, als wäre man heimisch in dieser Welt. Das ist wunderschön. Ich liebe es. Stirb, Poseidonkröte. Oh, ein Wasserfall. Das ist sehr schön. Affen. Alle tot. Ah, Wasserfälle. Ich habe traumatische Erlebnisse mit Wasserfällen gehabt, Dodo. Ja, ja. Das kann ich echt sagen. Hoffentlich passiert das nie wieder. Oh, Lianen. Auch nicht schlecht. Da müssen wir fast lang. Wenn wir weiterkommen wollen. Aber zumindest zu diesem Haus hier. Gucken wir, da ist wieder so ein Bärenmann, der uns Flammenmagie, Lavamagie, Frostmagie, Stille, Schlaf und normale Magietränke verkaufen kann. Aber wir verkaufen ihm hier uns erstmal unsere ganzen Kristalle. Dass er was damit anfangen möge. Wir haben 40.000 Goldstücke schon. Ich glaube, wir sind gut dabei. Eis für 40 Goldstücke, jawohl. Noch ein Kristall. Speer wollen wir behalten. Haben wir sonst noch irgendetwas? Eine Magieflasche können wir auch verkaufen. Ach, wir haben noch zwei davon. Ich brauche bloß noch zwei. Schlüssel könnte ich brauchen, aber die hat er wohl nicht. Na gut. Aber auf jeden Fall ist hier unten an diesem schönen See noch eine kleine, ja, Magie, ein kleiner Magieshop. Leider können wir mit Wurfäxten keine entfernten Bäume fällen. Wir können zwar auch da nicht rüberkommen, um da durchzumarschieren, aber es ist interessant, dass das nicht funktioniert. Und wir haben den nächsten Level erreicht. Stufe 36 dürfte das sein. Und wir erhöhen Willenskraft auf 49. Bald sind wir bei 50. Der erste Wert, den wir auf 50 haben. Dann. Das rast förmlich nur so. Die Äxte fliegen nur so. Eine Höhle haben wir hier. Ha, das stimmt mich eventuell bedenklich. Aber das erkunden wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mystic Quest auf Stufe 36. Auf der Suche nach, ja, was überhaupt? Achso, ja, Garuda. Was Davias gesagt hat. Weil Garuda hat offensichtlich und das Amulett mitgenommen nach Glaive. Also müssen wir jetzt nach Glaive. Wie auch immer wieder hinkommen. Ich denke mal, das hier wird der richtige Weg sein. Es geht ja den Wasserfall empor und da war ja Glaive, also die Burg, vom ganz zu Anfang. Und demnach macht das ja alles Sinn. Ja, ich bin der Fackelalmeister und sage bis zum nächsten Mal. Adios.